Kennst du das auch aus deinem Leben, dass du an einem ganz normalen Tag aufgestanden bist, alles ist in Ordnung, alles läuft, wie es immer läuft, aber dann kommt dieses Unerwartete, dieses Negative, diese negative Nachricht, etwas ist in der Familie passiert, etwas stimmt heute nicht so, wie es immer war, negative Dinge kommen, ein negativer Arztbericht, die Finanzen, egal in welchem Thema, und du bist erschrocken bis ins Mark. Und sofort fängst du an zu planen, was muss ich unternehmen? Was ist meine Strategie? Wie kann ich diese Dinge verändern? Und du merkst, dass du eigentlich begrenzt bist in dem, was du in deinen Möglichkeiten hast. In der Bibel finden wir eine ähnliche Geschichte bei dem Diener von Elisa. Es war ein ganz normaler Morgen, den er erlebte. Er war aufgestanden, hatte sein kleines Tagwerk wohl verrichtet und er tritt aus dem Haus. Und da passiert genau das, dieses Unerwartete vor seinen Augen. Der Feind hatte sich in einem großen Heer um sie herum gelagert. Das war nicht nur ein bisschen, sondern es war wirklich feindliche Präsenz. Gehasi ist bis ins Mark getroffen und er rennt zu Elisa zurück und sagt, was können wir jetzt tun? Und er erwartet, dass Elisa eine Antwort hat. Und die hat er auch. Elisa sagt zu Gehasi, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und er bittet Gott, dass er, Gehasi, die Augen öffnet, dass er sieht. Was sollte er sehen? Als Gehasi die Augen öffnet und nochmal hinschaut auf dieses feindliche Heer, ist der Feind immer noch da. Aber um sie herum ist die Heermacht Gottes mit feurigen Wagen und Kämpfern Gottes. Gehasi hat gesehen, welche Präsenz Gott hat. Und so ist es auch in unserem Leben, dass wir die Augen des Glaubens öffnen sollen zu den Möglichkeiten, zu dem Übernatürlichen, was Gott hat für uns. Was Gott in diesen Möglichkeiten gegen den Feind zu stehen für uns hat. Unsere Herzensaugen sollen geöffnet sein zu Jesus hin. Zu den geöffneten Türen, die Gott schenkt. Zu der Strategie, die Gott schenkt gegen unsere Feinde. Ich wünsche dir, dass du heute einen Schritt heraustrittst aus dem, dass du nur auf den Feind starrst und zu dem hin, dass du geöffnete Augen des Glaubens auf Gott hin hast. Dass der in dir angefangen hat, das gute Werk es vollenden wird und dass du sicher sein kannst. Gott wird einen Ausweg schaffen. Und unser Gebet ist es, dass du weißt und in dieser Situation erfährst, dass Gott mehr für dich hat.